Beispiele, die dann darauf fragen und du sagst immer nee dann. Ja, da kannst du Leute, Centi, wo soll ich denn wissen, wenn er nicht in der Lage ist, nach 12 Tries den Boss zu verstehen? Kann ich was dafür? Nein. Er ist einfach... Hast du denn da das Gefühl, er will es verstehen? Er ist einfach entwickelt im Gehirn. Er kann es einfach nicht. Es ist genauso wie wenn ich versuche, eine Deutscharbeit zu schreiben, ich doch trotzdem darüber lerne, aber ich kann die Arbeit nicht schreiben. Okay. Weil sie einfach für mich zu schwer ist. Oder nicht in der Lage bin, das zu verstehen. Das hat aber doch keinen Aspekt, hat doch keinen Aspekt damit zu tun. Der Gisch gerade oder der Peter? Vertrollt. Hallo? Das ist der Unterschied. Hallo Massaker. Ja, legst du gerade oder ich? Peter. So, hatten wir aber nicht darüber gesprochen. Alter, wenn ich nochmal meinen Namen höre, Alter, krieg ich einen Anfall, ey, wirklich. Peter. Weiß ich nicht. Du hörst ja sonst nicht. Du redest ja die ganze Zeit weiter dann. Aber es war doch so, dass du selbst gesagt hast, dass du das Gefühl hast, dass die nicht aktiv teilnehmen. Ja, richtig. Weil sie es nicht wissen oder sie können es einfach nicht. Sie sind nicht in der Lage, Progress zu raiden oder generell so. Ist doch kein Progress. Sie können es einfach nicht. Aber es ist doch kein Progress. Naja, 800 GTPS führen ist schon... Guck mal, ich mache ja nebenbei, ich versuche den Schaden zu erbeuten. Nebenbei versuche ich noch nebenbei Schaden zu machen. Nebenbei versuche ich noch irgendwas zu interagieren. So, das macht eben nicht jeder, darum geht es doch. Der erste versagt schon bei der ersten Phase, weil er in der Void steht. So, der zweite macht keinen Schaden, weil er nicht in der Lage ist, die erste Phase zu schaffen, weil er nicht in der Lage ist, die Boss-Rota zu verstehen. So, das ist der Unterschied zwischen. Okay, mal eine ganz kurze Frage. Aber das kann doch passieren. So, die können es einfach nicht. Ja, stopp, dann lass doch mal jetzt genau bei dem Punkt bleiben. Du sagst, die machen es, weil sie es nicht verstehen. Ist das korrekt? War doch gerade deine Aussage, oder nicht? Ich verstehe es nicht, genau. Habe ich nicht gefragt, ob jemand noch Fragen hat oder habe auch den Raid-Lead darauf angesprochen, zu sagen. Weil sie sich nicht trauen. Ja, aber deswegen habe ich. Genau, Peter, genau. Da gebe ich dir komplett recht. Deswegen habe ich gesagt, bitte erklär den Boss nochmal komplett. War das so oder war das nicht so? War das so? Wer war so? Hast du erklärt? Oder wer weiß? Der Lied hat es nochmal erklären lassen, richtig. Nachdem ich für andere gefragt habe. Warte, du machst die ganze Geräusche da. Ja, richtig. Okay. Die Leute haben es auch versucht zu verstehen. Aber sie haben es trotzdem nicht geschafft, hast du denn, weil wenn sie es umsetzen können. Wenn du meinst, die haben es immer noch nicht verstanden, warum erklärst du ihnen das denn dann nicht nochmal? Warum soll ich das denn erklären? Weil du doch ein Teil der Raid-Gilde bist und der auch nicht dem Boss. Ist doch egal, du brauchst doch kein Lied sein, um was zu erklären. Oh gut, wenn ich das jetzt sagen würde, ja, dann kommen ganz andere Sachen raus. Pass auf, dann wird das sehr hart bei mir. Weil ich dann das auch offen und ehrlich sage. Ja, aber damit wird keiner ein Problem und haben. Die Leute, was meinst du mit hart? Dann beleidigt, das ist das Problem. Aber weißt du, was passiert, wenn du nichts sagst? Dann passiert das, was letztes Mal passiert ist, dass Leute, gute Leute, sagen, guck mal, wir kommen halt nicht mehr mit. Wir sind zusammen hingegangen. Ja, was ist denn passiert? Erklärt doch mal erstmal, Alter. Es geht darum, Massaker, dass Centi nicht versteht, was genau Trollen ist. So, er behauptet halt Spieler, die halt nicht in der Lage sind zu spielen, richtig die nicht einfach vernünftig spielen können und einfach keine Erfahrung vom Spiel. Gut, sie können es einfach nicht. Bezeichnet er als Trolls. So. Nein, stimmt so nicht. Massaker ist so, ich habe angefangen, Peter zu trollen. Über RBG, warum ihr nicht hochkommt. Was hat das denn damit zu tun wieder? Ja, ich will doch die ganze Dings wissen, warum ihr diskutiert jetzt, Alter. Und dann haben wir angefangen zu diskutieren darüber. Und für mich sind halt Leute... Deswegen versuchst du doch zu erklären, Massaker, aber die reden wieder von irgendeinem Bullshit, Alter, keine Ahnung. Hä, wir haben doch angefangen mit RBG. Ja, du redest von irgendeinem Thema, Alter. Ja, aber du hast doch angefangen. Ja, aber du hast doch angefangen jetzt mit den Raid angefangen. Und dann hab ich halt Fragen dazu gestellt. Du bist mit dem Thema dazugekommen, ja, hier, ich würde trollen, so. Dann habe ich mich, habe ich wieder gesagt, nein, die Aussage ist nicht korrekt, ich trolle nicht. Ja, kann ja sein, ist okay. Was kann eben nicht sein, ich trolle nicht, nochmal. Wie oft soll ich trolle nicht, ich trolle nicht, ich trolle nicht, wie oft soll ich es dir noch sagen? Du bist trotzdem der Meinung, dass ich habe gesagt, also das ist für mich ein Troll, weil du ja anscheinend nicht verstehst, was für mich ein Troll ist. Wenn du jetzt denkst, dass das ist nicht so, ja, dann. Für mich bist du ein Troll, ehrlich gesagt, ja? Du für mich bist du ein Troll. Ja, kann ja sein. Ja. Scheiß Troll, Alter. Entweder bist du zu behindert und inkompetent unterentwickelt oder du trollst wirklich nur. Eins von den beiden kannst du sein. Entweder A oder B. Vielleicht bist du ja auch unterbemittelt und raffst einfach gar nichts. Ja, ich raff halt nichts. Deswegen erkläre ich dir auch den Unterschied von Troll und von Inkompetentheit und Unterentwicklung. Hallo.
Und das habe ich auch nie erwähnt oder so. Ich habe es nur als Beispiel gewählt. Ich habe es nur als Beispiel gewählt. Ja, weil du, irgendwelche Aussagen widerlegst, die halt nicht korrekt sind. So, welche Aussage war denn jetzt nicht korrekt, die ich getroffen habe? Alter, dass ich trolle und generell, dass Menschen, die versuchen, die versuchen, das alle am Arsch zu können, ich hab dich gefragt, aber nicht in der Lage sind, nennst du als Troll, was aber nicht stimmt. Das ist falsch. So habe ich das doch eben gesagt. Ja, der Zuki, der Troll. Die trollen doch alle. Ja, Zuki, die Spielerin Bibi mit ihrem Trainer macht nur 40k DPS, stirbt in der ersten Phase, sagst du ja, die trollt. Für mich, wie du gesagt hast, das ist deine Aussage. Ja, genau. Jetzt begründe ich sie auch. Und danach wirst du wieder sagen. So, es geht nämlich darum, dass du selber hast festgestellt, dass die Leute nicht aktiv am Spielgeschehen teilnehmen, weil sie irgendwie Fernsehen gucken, sonstiges machen oder so irgendeinen anderen Kram. Ja. Ja. Und das ist für mich toll. Wenn du sagst, und die sagen, ja, geht nicht, weiß nicht, die hören die Boss-Taktik nicht. Ja, aber die machen es doch nicht mit Absicht. Also die gucken nicht mit Absicht nebenbei Fernsehen. Das willst du mir erzählen. Und das sagst du mal bitte. Du bist kein Troll. Du bist kein Troll. Du sagst mir, die gucken aktiv kein Fernsehen nebenbei. Moment, stopp mal bitte. Wer sagt denn, dass die da nebenbei Fernsehen gucken? Hörst du doch im Hintergrund bei irgendeinem Leuten. Das ist doch eine andere gewesen. Das war die Carmen im Hintergrund, die halt nicht dazu kam. Oh, die Carmen. Die wurde doch dann in einem Channel... Die wurde doch danach in den Channel geschoben. So. Also, okay, was meinst du denn? Was ist denn der Grund, warum sie nicht mitspielen? Mein Grund ist dafür, dass sie nicht die jeweilige XP haben. Ist ja kein Problem. Die spielen doch nicht mit. Die probieren es doch nicht mal. Du siehst doch, dass die einfach teilweise stehen bleiben. Ja, und gar weil die vielleicht nicht so geil sind wie wir. Vielleicht haben sie nicht. Was hat das denn mit Geilheit zu tun? Ja, jeder Spieler ist doch unterschiedlich. Es gibt Leute, die sind halt anders die geil. Ja, Alter. Ist doch schlimm. Lass sie doch klicken. Ist okay. Ist doch nicht schlimm. Habe ich doch nichts. Habe ich jetzt, oder so. Habe ich jetzt was gesagt? Habe ich irgendwas Schlimmes gesagt? Ja, ist ein dummer Spieler. Ich habe nur gesagt, sie können es einfach nicht. Sie können es einfach nicht, weil sie es nicht können. Es geht doch gar nicht um können oder nicht können. Ja, aber das trotzdem. Ich kann doch auch ein schlechter Spieler sein. Ich kann auch klicken. Ich kann auch den Boss nicht verstehen und trotzdem aktiv am Spielgeschehen und am Raid teilnehmen. Ja, aber sie sind halt nicht in der Lage. Sie können es einfach nicht. Können nicht den Avoid-Abstand oder was weiß ich abmessen. Sie sind nicht in der Lage. Ja, aber trotzdem trollen die doch nicht. Die haben doch nicht vor, dich absichtlich zu ärgern, dass wir hier versagen. Das halte ich für sehr... Ich habe damit aber auch kein Problem, den kompletten Raid aufzuhalten. Oder denkst du doch? Das kannst du ja machen, aber dann weiß ich, dass du es ja absichtlich machst. Denn du bist eigentlich anders. Ich weiß, dass du eine Spielweise anders ist. Du würdest als normaler durchschnittlich overall 700k DPS machen. Wenn du jetzt kommst und du stellst dich hin und machst du 200k DPS, dann weiß ich, dass du es absichtlich machst. Das okay, aber hast du, wenn ich dir sage, ich habe Leute gesehen, die haben in der Mythic Plus Instanz genauso viel Damage gemacht wie ich und in der Mythic Plus musst du auf mehr Sachen achten wie im Raid? Sind das dann Trolls oder sind das keine Trolls? Ich weiß, wiederhole nochmal dann das, was du nochmal gesagt hast. Ich gehe mit Leuten aus der Gruppe. Ja. Mythic Plus. Ja. Wo du auf mehr Sachen achten musst. Ja. Und dort machen sie die gleiche DPS wie ich. Hm. Und im Raid, wo es nur ein Target ist, wo du deine zwei Tasten, drei Tasten durchdrücken musst. Kann ich dir erklären, warum. Aber erklär weiter. Ja. Und die machen dann auf einmal 3-4 Mal weniger. Ja. Und sterben so gefühlt extra bei jedem Boss, weil sie extra nicht am Spielgeschehen teilnehmen. Nein, weil sie einfach überfordert sind. Mit? Weil der Boss für sie neu ist. Mit Stehenbleiben. Mit Stehenbleiben. Nein, nicht mit Stehenbleiben. Die Ringsituation. Sobald Elisandrin einen Ring gezogen hat, die Ringe, die von außen kommen. Guck mal, Ja. Botaniker haben die ihr Schaden, sind deutlich mehr Schaden gemacht als bei Elisandrin, richtig? Bei die Lasagne. Weiß ich jetzt nicht. Was für eine Lasagne raidet ihr da? Hat er die gefailt haben, auf jeden Fall mehr Schaden gemacht. So, bei Elisandre war es so, es war ein neuer Boss auf einmal. Das ist auch zum ersten Mal für die Gruppe, die Elisandre auf HC legen, Zenti. Zum ersten Mal. So. Das heißt, die Leute, die neu dazu sind, sind überfordert, die Taktik von dem Boss zu schaffen. Heißt, der Ring, ne? Die Ringphase. Aber der Ring, den hast du doch auch schon im LFR und Normal. Ja, aber nur einmal. In der Normalphase hast du den einmal. Das ist doch das gleiche Prinzip. Der Unterschied ist in der Phase. Aber es wird doch sogar noch gesagt, wie lang sie laufen müssen. Es wird doch gesagt, 10 Sekunden, ja, Leute, gleich kommt der Ring. Halt. Sind halt überfordert, Zenti. Ja, was willst du machen? Das womit sind halt die denn überfordert, wenn angesagt ist? Aber guck mal, Peter, es ist doch keine plötzlich auftretende Situation. Ich kann dir genau morgen sagen, dass morgen Abend um 23 Uhr oder um 22.20 Uhr oder weiß ich wie viel Uhr. Guck mal, Alter, 8,95er Dings. Zenti, warum fragst du mich? Zenti, durch PvE, Entschuldigung, dass ich unterbreche, durch PvE, was ich 8,95er Beine bekommen. Ja, nice. GZ, du könnt morgen hingehen und können das mit denen zusammen klären. So. Dann wirst du deine Antwort erhalten.
Aber nicht, dass die extra trollen. Ich frag ja nur, wie du das siehst. Kann ich dir jetzt schon... Ja, meine ich kann dir sagen, dass sie nicht trollen. 100%ig, weil das Spieler sind, die nicht auf unserem Niveau spielen. Okay, Ich nicht. Oh, Peter, man, das interessiert mich doch nicht, sonst würde ich doch in die Mythic-Gilde gehen. Ist ja okay. Das, darum geht es mir doch gar nicht. Ja. Ja, okay, du bist aber trotzdem dabei. Also, ja, genau, also mir geht deswegen. Da siehst du ja, dass es mir nicht darum geht, mit krassen Leuten. Es kehrt dich schon irgendwie, dass du dabei bist. In welcher Form? Naja, dass du spielst. Dass du mitspielst, dass du etwas tust abends, dass du auch was für deinen Stream zum Unterhalten hast. So, das wären für mich die ersten Gründe. War ja auch ganz gut, du hast 100 Viewer gehabt, kriegst noch nebenbei Geld und vielleicht mehr Klicks. So, ist doch etwas Gutes. Ist ja nicht schlimm. Würde ich auch machen. Ja, aber das könntest du auch im Mythic Raid machen, oder nicht? Kannst du machen, aber machst es halt nicht. Warum? Ja, genau. Daran siehst du doch, dass es mir gar nicht um den Skill geht. Aber du beschwerst dich trotzdem, indem du sagst, die Leute trollen. So. Ja, ich kann dir doch begründen, warum. So. Ist ja jetzt egal, die Person so. Ich glaube, ich spiele auch weiter mit der. Ich habe da kein Problem. Ist nur eine Frage jetzt, ja? Wie du weißt, der spielt nicht richtig mit. So. Seine Klasse macht ihm keinen Spaß. Und er will aber mit dabei sein. Korrekt oder nicht korrekt? Korrekt. Er will trotzdem dabei sein. Moment, er will doch. Hast du gesagt, er will dabei sein? Ja, hast du mir ja gesagt. Er will dabei sein, genau. Dass das jetzt so stimmt. So. Ihm macht die Klasse aber keinen Spaß, korrekt? Richtig. Das kam, Moment, das hat er nicht gesagt, das hat der Leader gesagt. Ja, okay. Das ist die Aussage von den Leadern. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, was das jetzt stimmt, was der Leader sagt. Und der Leader hat auch gesagt, dass der auch keine Lust hat, WoW zu spielen. So. Genau. Er hat nicht großartig Lust zu spielen. Genau. Er hat keinen Bock auf den Char, er hat keinen Bock auf WoW, er hat keinen Bock auf den Raid und er hat keinen Bock, anständig mitzuspielen. Ja, weil er halt die Hoffnung sieht, kann ich dir erklären, er sieht halt die Hoffnung, dass er vielleicht ein bisschen Spaß hat und spielt deswegen nebenbei mit. So, ganz einfache Aussage. Aber nicht, dass er Begründung die Leute trollt. Weil, warum sollte er das tun? Er hat davon nichts. Zweitens, er hat keinen Spaß davon generell. Genau, er hofft, dass er Spaß hat, gesagt hast. Ja, weil er mitspielt und ein bisschen nebenbei schauen kann und mal WoW spielt. Der ist 30 Jahre alt. Die Leute sind alle mittel erwachsen, Alter. Auch alle fuck. Vergleichen Erwachsene mit einem Kind, Alter, oder am besten nur Ari, ist bester Vergleich. Die sind doch alle verheiratet oder haben Frau, Mann und Kind. Ja, es spielt ja keine Rolle, aber trotzdem gibt es Unterschiede, das weißt du selber. Guck mal, das Teamspeak ist ganz anders als hier im Discord. Ari ist schon verheiratet. Ich habe schon Kinder, ich bin verheiratet. Opa geworden. Ich habe gesagt, nur Ari ist ein Kind im Gegensatz zu den Erwachsenen im Vergleich. Deswegen habe ich nur jetzt Vergleich genommen. Also ist ja nicht schlimm, ist gut, okay. Aber... Und dann sagst du nicht, das ist kein Troll, sondern nennst du es einfach, wie nennst du das denn? Ja, einfach geselliges, die treffen sich zu, der will einfach dabei sein und einfach spielen. Aber er will doch gar nicht raiden. Ihm macht das doch gar keinen Spaß. Nicht, keine Ahnung, ich habe nicht in seinen Kopf geschaut. Ja, aber genau, deswegen erkläre ich dir, dass das Troll ist, wenn dir was keinen Spaß macht, du mitkommst und die Gruppe aufhältst. Aber mal ganz ehrlich, eine Bibi, ja. Eine Bibi, Alter, wer denn Bibis Beauty Palace hier? Die sich nicht traut zu reden, die schüchtern ist. Bibi Palace, die... Wahrscheinlich mit 30 oder so, keine Ahnung. Ich mach das auf der Tür, eine Sekunde. Bin die Troll gerade. Mitten im Gespräch. Ey, Peter, du bringst mich noch um. Ey. Ja, danke. Wie diskutiert ihr denn immer? Guck mal, die Lass uns doch mal lieber gemeinsam PvE machen. Massaker, ich hab... Mari kommt mit, ich hab DK. Massaker, ich hab doch eben gesagt, also es ging darum... dass Centi immer sagt, die Leute trollen. Die Leute trollen, trollen, trollen. So, und ich sage, die Leute trollen nicht. Sie wissen es einfach nicht. Sie haben einfach nicht diese Erfahrung. Sie sind einfach zu überfordert dafür. Sie wollen nicht absichtlich Leute ärgern. Sie sind einfach nicht in der Lage dazu. Ja. Aber er meint dennoch, die Leute trollen. Und ich versuche das zu widerlegen. Ist aber halt schwer zu erklären, weil er immer noch davon... Habt ihr meine neue Tastatur gesehen auf dem Bild? Ja, Mann. Naja, ist egal. Ich sehe schon. Was siehst du? Ich sehe, dass ihr kein Interesse an dem Thema habt, deswegen habt ihr ja... Was soll ich jetzt, weil der jetzt trollt, Alter, dich, also was soll ich dazu sagen? Ihr unterhaltet euch, ja, du mit Xenti, unterhaltet euch, was soll ich dazu sagen? Ja, weil du wissen wolltest, worum es geht. Ja, hast du ja schon erzählt doch gerade. Ja, okay, gut, dann ist ja alles toll. Ja, und da wolltest du noch was dazu sagen? Nö, ich sag nichts. Ich hab gedacht, das war schon Ende, dachte ich. Wo ich auch keine Lust habe, darüber zu reden, weil es ist immer wieder, das ist diese auf Höckchen auf Stöckchen kommen. Das staffelt sich immer hier. So. Ich habe auch keine Ahnung, ne? Keine Ahnung, also es ist einfach nur, weil die Aussagen halt immer manchmal so, weiß ich nicht, random kommen. Himmelberger-mäßig sind.
Ja, oder Pimmelberger in Anführungsstrichen, ja. Und warum hast du jetzt keinen Hunter gemacht? Halt die Fresse. Spaß dir. Warum reden wir über PvE, wenn du keinen Hunter gemacht hast? Du weißt, wie wir auf das Thema gekommen sind, Noari. Ja, indem ich angefangen habe, dich zu provozieren. Ja. Ich weiß, was du provozierst. Und ich habe dir auch immer wieder gesagt, Noari, warum? Ja, da. Wieso? Könnt ihr weiter trollen? Nee, ich mache jetzt, also wie gesagt, Senti, wir können morgen mit den Hunter reden. Dann können wir eine richtige Aussage jetzt hier darüber zu diskutieren, macht überhaupt keinen Sinn. Was ich halt nur meinen möchte, genau, dass du halt verstehen solltest, was Trollen genau ist. Das ist für mich das Hauptproblem. Und das tust du nicht hier, während wir spielen, das tust du auch im Stream. Vielleicht macht es Spaß oder auch nicht, aber wie auch immer. Ja, bei mir geht es darum, dass die Leute nicht um Skill, sondern bewusst Sachen falsch machen. Ja. Extra, ich nenne es jetzt einfach mal Sabotage machen. Alle sabotieren. Und für mich ist das halt ein Troll. Einer, der mitkommt, einfach so guckt, im TS guckt, wie die Leute reagieren so und machen extra Sachen falsch. Oder spielen extra nicht aktiv mit. Ich weiß nicht, wie du das nennst. Wie nennst du das denn? Ist das dann Sabotage, wenn jemand... Für mich, also entweder es kommt darauf an, was das... Es geht nicht um Skill, es geht jetzt nicht um Skill. Nein. Ja, es ist halt eine Trotzreaktion, ne? Keine Ahnung. Es ist einfach, Trotzreaktion. Oder einfach so, ja, was ist denn daran eine Trotzreaktion, wenn ich es jetzt schon voraussagen kann, dass es morgen, übermorgen und nächste Woche auch so sein wird? Was das für Falten ist, kann ich schwer definieren, aber es ist auf jeden Fall kein Troll. Na, sehe ich anders. Ich habe ja verschiedene Gründe gesagt. Für mich ist Trollen was ganz anderes und was ist denn für dich, Schneider, deine Meinung ein Troll? Nach deiner These leider mich. Naja, ich habe ich doch schon. Alter, Dude, jetzt trollst du mich, oder? Kann das sein? Ne, erklär doch mal. Weil immer das, was du erklärst, trifft genau auf die Leute zu. Pass auf. Trolle, der Begriff Trollen ist einfach, indem ich Leute provoziere, ja, etwas absichtlich tue, damit sich derjenige aufregt und ich dabei meinen Spaß haben kann. Oder zumindest auch die andere. Er trifft doch genau zu. Damit ist er weiß doch genau, dass er aktiv nicht mitmacht. Er will Unterhaltung haben, hat aber gar keine Lust auf WoW und guckt, wie wir reagieren, weil er will ja mit uns was machen. So. Ja, aber wir haben doch gar nichts, aber wir haben doch gar nicht reagiert. Ist das doch toll. Er macht doch trotzdem weiter. Ja, klar, er hat nicht reagiert. Einer hat gesagt, er verlässt den Raid, wenn er noch mit dabei ist. Ja, aber das hat er doch nicht oft öffentlich in der Raid gesagt. Das hat er später gesagt, nachdem er geschoben wurde. Ist ja egal, so wie er es sagt. Es hat keiner gemeckert, es hat niemand diskutiert. Ja, alle waren entspannt. Ja, aber alle Leute haben sich so verhalten. Also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die Hälfte von Raid schreibt mich an und sagt, ey, warum machst du so viel und die andere Hand dann nicht? Also ja, jeder hat damit ein Problem. Weil du halt, egal, ob es öffentlich diskutiert wird oder in Whisper oder privat im anderen Channel. Weil du auf die gleiche Ergebnis raus. Guck mal, weil du in der Lage bist, wie ich, wie Massaker, wie Noari, wie Akustik oder wie whatever, ja, in der Lage sind, Sachen zu erkennen. Du musst im HC nichts erkennen. Und nebenbei es auch verarbeiten können. Und sagen, ich schaffe gar nichts, Jungs, oder was wir erkennen. Es ist wie ein CPU. Wir sind dabei. So, während der andere Spieler, der liebe Zuki oder die Bibi, Bibi's Beauty Palace ist oder Angel da. Hunter oder keine Ahnung, der jedes Mal. Ja, ich weiß nicht, wie die heißen. Ja, okay, und dann ist ja egal. Angel Hunter. Wir haben doch letztes Mal über Details geschaut, die Namen. So. Ja, aber das waren doch alle waren die, ja, Amantilla, Angel Hunter und Bibi. So, Bibi war ja auch neu. Bibi. Der Unterschied zu denen und zu wir... Okay, wir, da habe ich auch ganz kurz, zu dir habe ich auch nochmal eine Frage. Sie können es einfach nicht verarbeiten. Ja, aber kann man, okay, sie können es nicht verarbeiten. Richtig. Okay, mal eine Frage. Also, sie melden sich beim Raid dann, korrekt, nicht korrekt? Ja, weil sie wollen doch... Und sie wissen, dass der Bus noch nicht liegt, korrekt oder nicht korrekt? Senti, das ist doch, wie du schon selber gesagt hast. Ja, aber warum kommen die zum Beispiel ohne VZs und so? Es ist eine Familiengilde. Es ist keine Broke. Familiengilde. Es kehrt dir nicht, ob die große Fehler machen oder nicht. So, das ist der springende. Ja, das ist der Punkt. Aber es geht doch gar nicht. Wie gesagt, Fehler machen regt mich doch gar nicht auf. Oder habe ich einmal gesagt, der hat einen Fehler gemacht und habe da mich beschwert drüber? Habe ich mich beschwert, dass irgendjemand dreimal hintereinander einen Fehler macht? Oder fünfmal oder zehnmal? Du, ja, also. Hä? Nee. Kein einziges Mal habe ich mich beschwert. Du sagst es zwar nicht, aber
Weil dir innerlich selber, im Kopf, wenn du spielst, ich gehe mit 100%iger Wahrscheinlichkeit aus, dass du denkst, dass andere scheiße sind. So denkst du von dir. Du bist der Beste und ich mache auf jeden Fall den Schaden. Ich bin nicht der Beste, dass jemand vor WoW-Pro gestellt hat. Du sagst es zwar nicht. Aber nee, Peter, du denkst auch nicht, weil es meine WoW-Pro ist, weil ich meine Sachen mitlogge und sehe, dass ich mittlerer Durchschnitt bin. Ja, aber guck mal, warum? Okay. Ja, dann sag doch nicht, dass du. Guck mal, daran erkenne ich schon, dass deine 100% Sicherheit schon mal gar nichts wert sind. Ja, aber gut, warum? Du warst ja gerade 100% sicher, dass ich das denke, aber ich kann dir ja gerade sagen, dass es nicht so ist. Und aber warum? Ich habe den Grund gesagt, warum ich nicht so denke. Aber Zendi, also sind deine 100% gar nichts wert. Aber Zendi, warum unterhältst du dich da mit Akustik und einem Atemchen? Ich komme dazu, entmute mich und redest über so welche Sachen, dass die Leute scheiße sind. Wenn ich erst gar nicht drauf so erpicht drauf bin oder ich bin gar nicht so aufgeregt, dass die Leute anschauen, dann würde ich doch gar nicht darüber unterhalten. Dann würde ich so einfach herziehen, okay, ja, die Leute haben einfach ihr Schaden gemacht und scheiße, okay, ist doch kein Problem. Mich interessiert das. Willst du nicht dabei draußen nicht zu mir kommen, willst du mit der Peter kommen, lass mal zusammen raiden, dann kamst du raus, hast gesagt, die sind schlecht. Hast du doch zu mir gesagt. Redest du doch genauso. Ja, natürlich rede ich genauso, aber ich sag's nicht öffentlich. Ich sag's den Leuten. Das ist ein Unterschied. Ändert das daran, dass die Person ein Troll ist oder nicht, wenn wir persönlich darüber öffentlich reden oder nicht? Das hat doch überhaupt keinen Einfluss darauf. Wir haben ja auch nicht öffentlich geredet. Wir haben auch quasi hinter den Rücken geredet. Wir waren ja unten im Channel, haben das nur so informationsmäßig weiter gesagt. Ja, weil du gesagt hast, ich soll das so nicht machen. Wieso sollst du das nicht machen? Habe ich doch gar nicht gesagt. Das soll nicht den Leuten so flame oder... Ja, weil es bei denen so rüberkommt, dass wir dann wieder Gründe haben. Ja, Zenti, die verstehen keinen Flame. Die können keinen Flame ab. Ja, genau, und deswegen sag ich auch nichts zu denen. Ja, deswegen haben wir gesagt, wir gehen rüber und erzählen das erstmal nur so. Ja, wenn du und ich mitten in der Raid loslegen und sagen, Alter, warum machst du das? Bist du inkompetent oder so? Dann machen wir uns unbeliebt. Wir würden uns 100% unbeliebt machen. Ich wette mit dir, wir würden uns zum Beispiel beim Raid beliebt machen. Ich denke, wir würden uns beim Warlock beliebt machen. Sind schon mal zwei Leute, wo wir uns beliebt machen. Ja, zwei Leute. Ich denke, beim Schurken, denke ich, machen wir uns beliebt. Und ich denke, wir machen uns bei Alumi bei den DK Demon Hunter beliebt. Das heißt also, den Raid-Leiter, die beiden, du und ich, sind schon mal fünf Leute. Und ich denke mal, die drei Heels freuen dich auch. Sind acht Leute aus dem Raid, machen wir uns beliebt. Wie groß ist denn unser Raid? Ich weiß es jetzt nicht. Verstehst du nicht. Ist halt schade. Das verstehe ich nicht. Ich frage dich doch gerade, meinst du, die Person, die ich aufgezählt habe, bei dem machen wir uns komplett unbeliebt? Die haben einen Hass auf Aegwinner. So. Ja, aber findest du dann nicht, dass sie ein bisschen engstirnig alles sehen? Jeder, naja. Gut. Hat doch nichts mit Aegwinn zu tun. Die Aussage von denen ist ja auch nicht, da ist ja auch dran, irgendwas wahr. Also Aegwinn ist halt, ein Server, wo dann die letzten Spastis drin sind und nur Leute flamen. Ja, dann nicht, oder was? Also eigentlich, weil ich von Aegwinn bin, darf ich nicht sagen, wie es ist. Die Häufigkeit, dass Leute wie Antonidas, Amantul oder irgendwelchen anderen PvE-Gilden, weiß ich immer, dass sobald ich mit meinem Namen unter Aegwinn reinkomme, kommt der erste Flame, Aegwinn. So. Aegwinn. Genauso wie auf Aldor. Da kommt auch der nächste. Was hat das damit zu tun? Aber es hat auch nichts damit zu tun, dass die Leute darauf hinsichtlich, weil durch die Klischees. Ja, aber dafür kann ich doch nicht an die Klischee-Denken haben. Dass wir Flamer sind. Hä? Also ich bin ein Flamer, ich stehe dazu. Ja, aber du bist doch kein Flamer, wenn du jemanden sagst, wenn du ihn dreimal fragst, wie kannst du ihm helfen? Es hat doch nichts mit Flamen zu tun. Ja, oder du versuchst auf der netten Schiene, auf der netten Spur. Genau, und findest du, sollte es anders machen? Oder einfach Klappe halten? Klappe halten ist falsch. Also was wäre denn die beste Situation, die Reaktion, was ich machen könnte? Ich so, könnte ich dir sagen, wenn du so redest, so wie in einem BGs, dann kannst du auf jeden Fall lieben. Ja, rede ich dann mit denen so? Ja, machst du ja nicht, aber ich meine ja nur. Das ist halt nur der Vergleich, um zu verstehen, wie die Leute drauf reagieren könnten. Und wenn wir so reden würden wie im RPG oder wie sonst hier im TS, dann kannst du es vergessen. Dann würde der Boss innerhalb der einer ID liegen. Ja, vielleicht sagst du das, du gehst davon aus, aber das ist halt falsch gedacht, weil die Leute halt, es gibt 50% der Leute, die denken, sind wahrscheinlich ein Flamer. So, wenn du so redest. Ja, aber ist doch egal, was sie denken. Die hassen, die können sowas nicht ab. Das ist das Problem. Ja, aber können sie nicht ab, wenn man deren Fehler einfach ganz nett. Ja, sie können einfach keine Kritik ab. Das ist das Problem. Ich glaube, keine Ahnung. Wie du sagst, sie können keine Kritik ab. Aber bin ich dann der Dumme oder die der Dumme?
Wer ist dann der Dumme? Nein, du bist nicht der Dumme. Nein, du bist aber nicht der Dumme. Sind die Dumme? Sind die dann die Dummen? Nein, aber du kann, aber man kann es ja auch anders sagen. So. Deswegen ja. Machst du ja auch, ich sag's ja, ich sag ja nichts, aber würdest du das Gegenteil machen, kann ich dir nur sagen, dass sie so reagieren würden. Also sagen die an, ich darf nicht mehr mitkommen. Nein, das habe ich nicht behauptet, aber wir würden uns auch für unbeliebt machen, wenn wir so reden. Ich versuche dir gerade zu erklären, dass wenn du so, ja, nicht für RBG, du opferst. Ja, komm, also. Wir können es doch ausprobieren. Guck mal, wir können morgen machen, das ausprobieren. So, wir können es von mir aus ausprobieren und schauen, wie die Resultate sind. Aber ich kann dir sagen, wir machen uns unbeliebt dadurch. Also wenn wir jetzt Flame, loslegen. Ja, was heißt denn Flame? Was, man kann doch mal konkret sagen, man kann doch mal eine Analyse machen, was Sache ist. Hat doch nichts mit Flame zu tun. Ja gut, dann machen wir es okay, halt was, so. Ja, aber guck doch mal, aber guck mal, es kommen doch schon Leute, die vernünftig im Raid mit drin sind, die sagen, sie haben keinen Bock mehr darauf und gehen raus. Und wie kann man denn, guck mal, da war doch ein neuer Hunter dabei, ne? Ja. So, der Hunter, der hatte... Die ist das sie gewesen. Nee, ja, ist doch mir doch egal, Mann. Für mich ist der... Das musst du dir merken, Alter. Du spielst ja so seit 2 Wochen mit uns, Alter. Das solltest du schon merken. Ja, aber die war beim letzten Mal beim ersten Mal mit. Nee, beim ersten... Ja, davor war sie nicht mit, aber die war... Ja, aber... Für mich war der Neue da aus dem... Egal, so. Ja. Hat welche Talente? Hat keine VVZs drauf? Richtig, weniger DPS. So, und dann wird trotzdem gesagt, ja, die wird wahrscheinlich jetzt öfters mitkommen. Aber wo du schon von vornherein weißt, dass die Person nur den Raid aufhalten wird. Aber die kam aus dem Forum, die Person, die ich meine. Richtig. Ja, gehe ich ins Forum rein? Weil das, Leute. Das ist doch familiär. Das ja, aber hat sich denn da gar keiner gemeldet, der besser ist zum Beispiel? Guck mal, wenn meiner Familie jemand Probleme hat, ja. Dann sage ich doch nicht, dass ich den sofort kicke, weil er scheiße ist. Ich nehme ihn einfach mit und zeige ihm, wie es ist. So. Ja, aber zeigen Sie den Leuten denn, wie es richtig geht? Ich reg mich gar nicht auf. Ich reg mich gar nicht auf, dass die Leute scheiße. Nee, du regst dich nicht auf, aber du hast doch gesagt, du zeigst ihm, wie es richtig geht, korrekt? Richtig, du zeigst es ihm richtig. Meinst du, jemand hat ihr gesagt, dass sie sich VZ'en soll oder umskillen soll? Oder meinst du, das hat ihr keiner gesagt? Das ist denen doch egal. Das kehrt denen doch nicht. Das ist. Okay. Senti, wir sind Progress. Nein. Wir sind richtig Hardcore-Zocker. Du kannst. Wir als Hardcore-Zocker nicht mit denen vergleichen. Für Hardcore-Zocker, da ist Streamungs, Random BGs und zählt danach in Dalaran rum. Ja, ist egal. Ja, du, wenn du friedlich rumläufst, ja, richtig, aber sobald es um Zocken geht, dann holst du deine Buletten raus und heißt es hier, was geht ab? Also, okay, guck mal bitte. Okay, ganz kurz, du hast gesagt, dass. Oder bist du kein Hardcore-Spieler, Zenti? Ne, würde ich nicht behaupten, nee. Du bist kein Hardcore-Spieler, du nimmst nicht ernst, wenn du würdest. Du würdest also keine Krise kriegen, wenn du wenig Schaden machst. Verstehe ich jetzt nicht. Ich würde es genauso anpissen, also das würde dich nicht anpissen, wenn andere Leute Fehler machen. Fehler machen? Ja, wenn du... Nee, mit Tatsache, wenn du siehst, meine BGs, die streamen, wenn andere Fehler machen, nee, reg ich mich nicht drüber auf, nein. Nee, ich reg mich nur drauf, wenn wir die AFK dastehen und gar nichts machen. Genau wie bei den Leuten bei uns teilweise im Raid. Dasselbe Prinzip. So. Reg sich auf, also. Ja, wenn die Leute AFK rumstehen und nichts machen, bewusst extra nicht aktiv. Treffen wir uns morgen zum Frühstück. Ich weiß nicht. So, aber guck mal, du hast doch jetzt gesagt, den Leuten wird gezeigt, wie es richtig geht. Hast du denn das Gefühl, denen wird es gezeigt? Es wird denn gezeigt, indem sie einfach. Okay, wie oft wurde denn jetzt, nur ein Beispiel, wie oft wurde denn jetzt zum Beispiel erklärt, wie man zum Beispiel besser aus dem Kreis rauskommen kann? Das kannst du nicht wissen, weil das irgendwie immer meistens im Hintergrund gesprochen wird. Du, falls es dir aufgefallen ist, ich weiß nicht, du bist auch meistens auch nie dabei so richtig, weil du eher dich um Stream kümmerst. Ist ja auch nicht schlimm, ist ja kein Problem. Ja. Aber Florian und Markus ziehen meistens die Leute immer einzeln runter und dann wird dann darüber gesprochen. Ja, warum wird denn jetzt im Channel direkt gesprochen, damit jeder alles mitkriegt? Es kann doch nicht sein, dass 5 Leute einen Fehler machen, einer wird runtergezogen und dem wird es erklärt. Warum wird es denn dann nicht allen erklärt? Ja, aber das meine ich doch. Also hast du immer noch das Gefühl, dass den Leuten die Fehler erklärt werden? Ja, aber bitte nicht unter dem Aspekt, so wie du es meinst, dass die trollen. Ne, damit du es verstehst. Sie sind einfach so und okay, so, und dann hast du familiär. Ich weiß, was du meinst. So. Und dann meinst du zum Beispiel, den Leuten kehrt das nicht, ob der Boss down ist oder nicht, ne? Ob das länger dauert oder. Ich weiß es nicht. Kann ich dir ehrlich gesagt schwer sagen. Ja, wahrscheinlich sind einige Leute, die dafür sind die aber ganz schön ausgerastet, wo der Boss lag. Dafür, dass es einfach nur so ein bisschen chillig ist. Ja, klar, weil es geil ist, dass sie natürlich dem Boss gelebt haben. Es ist natürlich
Ne? Das ist halt ein Erfolgerlebnis. Und wie, ne, du gesagt hast, ich kann dir sagen, also zumindest hallo, zum Beispiel bei dem Hallo, moin, ist es bei den meisten Raid-Gilden so, wenn über Wochen der gleiche Boss, du wirst sehen, nur mal ein Beispiel jetzt. Ja, die scheißen drauf, ich weiß. Die kommen dann einfach nicht mehr. Also kehrt die das ja anscheinend, die Leistung, ja doch mehr wie mich. Ja, aber Zelte, die machen ja auch was anderes. Ne? Ja, aber wie du gesagt hast, aber daran sehe ich doch, dass die Leistung, dass die das mehr kehrt wie mich. Weil du meintest, wir sind die Progressive. Ja, aber nicht die meisten von denen. Dann siehst du doch, dass die das ernster nehmen wie wir. Es ist halt so. Und wenn die das ernster nehmen wie ich, dann verstehe ich, wie gesagt, nicht, warum sie nicht versuchen, besser zu werden oder Sachen angesprochen werden. Es gibt 3 geistig behinderte Fische, es gibt 5 teilweise behinderte Fische und es gibt 5 Fische, die jetzt super schlau sind. So. Ja, verstehst du das jetzt? Es gibt unterschiedliche Leute in der Gilde. So, und die 3 geistig Behinderte sind davon, die wir momentan aktuell in dem Thema besprechen. Ich nehme die Hunter zum Beispiel. Die sind nicht in der Lage, das zu tun. Sie regen sich nicht auf, weil es für den egal ist. Mhm. Und sie trauen sich nicht, etwas zu sagen, weil sie wissen, dass sie geflamed werden. Hä, die werden noch nicht geflamed. Von wem wurden sie denn jetzt einmal geflamed? Ja, sie haben Angst, dass sie Ärger bekommen. Sie haben Angst, dass sie Ärger bekommen. Sie wollen einfach ihre Fehler nicht zugeben. Von Florian und von Markus. Der sagt 10-mal, Alter, hier darf keiner geblamed werden. Von wer soll denn da was sagen? Dann gib's erstmal auf Schnauze, Alter. Ach, Senti, kann ich den Leuten in den Köpfen schauen? Nein. Ja, aber da siehst du doch, dass die, wie gesagt, das ernster nehmen, aber irgendwie dann. Das ja, aber die trollen nicht. Nein. Die trollen nicht. Darum geht's ja. Okay. Sie sind einfach. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man das. Die sind einfach nur Pimmelberger, heißt das. Pimmelberger. Nein, ich komme nicht auf den Begriff, was die haben, was das für eine Reaktion ist. Nö, das ist aber kein Problem mehr. Die wollen einfach ein Teil von der Familie sein. Ja, verstehe ich doch. Ob die jetzt Schaden reißt, das ist denen egal. Ja, darum geht es mir doch auch nicht. Das ist mir doch egal. Typische PvE-Gilden auf irgendwelchen anderen Servern. So, das und das ist mir doch egal. Ja. Es geht nicht um Skill. Ich will einfach, dass Leute aktiv teilnehmen halt. Ja. Und ich hab nur Angst, so wie es halt so war, dass dann die guten Leute irgendwann sagen, ja, ich habe keinen Bock mehr. Machen sie eben nicht, das ist ja das Ding. Die Leute sind ja dabei irgendwie. Die Gilde ist jetzt schon, weiß ich nicht, 2 Monate alt. Ja, wenn die Guten dann nicht abhauen, ja, dann passt, ja. Ja, die bleiben halt, ja, die Aldor, der Lock, der ist ja nicht in der Gilde drin. Ja, aber ist doch egal, ist doch trotzdem Raid-Member. Mir ist das scheißegal, was unter dem, wie sein Charakter heißt, ob der ABC heißt. Aber es oder geht wie ja seine, um die Leute, ob seine Gilde ABC heißt. Das interessiert mich doch nicht. Wir sind so eine Raid-Gemeinschaft und mir komplett egal, wo wer herkommt. Und wenn die guten Leute dann sagen, ja, wir haben keinen Bock mehr, weil Fehler nicht angesprochen werden dürfen oder sonstiges, finde ich, glaube ich, ist der falsche Weg. Man kann es ja nett sagen, wie du gesagt hast, man ist flame, aber man kann ja nett zum Beispiel nochmal. Klar. Den Boss erklären, obwohl du kannst fragen, ey, hat jemand noch Fragen zum Boss? Alle sagen nein, ja, du kannst aber trotzdem dann nochmal den Boss erklären, obwohl alle nein sagen. Ja, richtig. Und schon hast du das Problem, sag ich mal, auf eine nette Art und Weise vielleicht den einen oder anderen wieder weitergeholfen. Ich war damals Raid Lead, 25 HC Kill, Lich King, ne, WTLK. Mhm. Egal, wir haben den Lich King schon down gehabt und die gleichen Raid-Member, ich habe trotzdem jedes Mal den Boss nochmal neu erklärt, damit alle drauf achten und nichts vergessen. Jedes Mal. Genau. Also klar, kommst du dir irgendwann blöd vor und am Ende nicht mehr, aber die ersten 50 Mal habe ich es gemacht. Ja. Ja. Und das hat Sinn gemacht, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das keinen Sinn macht. Und wie gesagt, Senti, Elisandre war für den zum ersten Mal HC-Try, ne? Und die Leute müssen sich halt ein bisschen da anpassen. Er lag doch der Boss, oder nicht? Ich glaube, der lag, oder? Nein. Ah, nee, Elisandre, okay, nee, haben wir ja nicht mehr gemacht. Mit einer Landschar. Okay. Haben wir halt nicht geschafft. Weil irgendwann war halb Raid-Ende halt, ne? Mit Ansage. Ja, aber ich denke mal, der liegt so. Kranke Fütter, der Raid-Lead, der ist so ultra krass. Klar wird der immer liegen, keine Frage. Wir haben auch die mehr wie der Raid-Lead ansagt, also ich weiß nicht, wie er das macht, ne? Aber der sagt mehr an wie jedes Set-On. Unter dem Aspekt, die dachten ja auch die ganze Zeit. Ja, Ron, wirklich. Du siehst hier am Head-On, da blinkt dann auf so. Ja, ey, jetzt kommen gleich so Kreise, ne? Du weißt, du musst aus den Kreisen raus. Er sagt die Namen an, wer was machen muss noch, oder was? Ja, ja, und dann sagt er noch so, oh, jetzt in 8 Sekunden haben wir die Kreise, der Spieler bitte da und da hin. Und jetzt genau in 3, 2, 1, jetzt links laufen, stopp. Ja. Er sagt, da kann man doch gar nicht mehr falsch machen. Machen sie es aber trotzdem. Was heißt Maße trotzdem? In den meisten Fällen wipen die einfach. Also der Raid-Leader, der macht das schon mega gut. Ja, sind halt nicht aufnahmefähig. Also die können es einfach nicht verarbeiten. Noch und was alle drauf haben, ne? Oder dieses Big Rig. Das brauchst du gar nicht, weil der Raid-Leader alles ansagt.
Ist mega nice. Ja, braucht man eigentlich nicht, ja, wenn man da. Ich weiß, ich kann streamen, mit dem Stream nebenbei quatschen, reden und ich weiß, okay, der sagt eh alles Wichtige an. So, ich brauche mich gar nicht auf meine Add-ons oder gucken, gar nicht. Kann ja, das sagst du also jetzt? Kann ich theoretisch den Boss machen, ohne dass ich den Boss jemals gemacht habe. Genau. Na, das stimmt nicht. Ja, warum? Klar, finde ich schon. Nee, das würde Ohren überraschen mit dem zweiten Ring. Auf jeden Fall. Also, das würde ja, ich jetzt nicht so beschreiten. Er sagt doch immer, geht hinter dem blaues Ding. Na, also, du musst schon den Boss gespielt haben mit DBM. Danach kannst du den wahrscheinlich auch gut hinmachen. Ja, da hat ja jeder im LFR einmal. Ja, aber LFR ist doch nicht HC. Vergiss nicht, es kommen immer welche Sachen dazu. Das ist ja der Unterschied. Du ja, hast zum Beispiel... Ja, wie, was kommt dazu? In der ersten Phase zum Beispiel... Okay, der erste Boss, was kommt da hinzu? Gar nichts. Zweiter Boss auch nicht. Phase kommt... Alter, lass mich doch mal erklären. Ja, okay. Du sagst es so, als würde das nicht so sein. Hä? Also in der ersten Phase hast du diese Schallwellen. Also diese Ringe, die dazu kommen. Und dazu kommt noch ein zweiter Ring. Das kommt zweimal hintereinander, was du in der normalen Raid nicht hast. Ja, aber ist das jetzt irgendwas, worauf jetzt du mehr achten musst? Oder irgendwas musst du da irgendwas natürlich musst du achten, musst wieder reagieren, hinter der blauen Bubble zu bleiben. Ja, aber du hast oder doch... Okay, stopp, ganz kurz. Ja. Du sagst jetzt... Okay, das meinst du jetzt. Ja, ich gebe dir recht, man muss sich einmal mehr bewegen, ja? Also das kannst du halt, doch... Aber du kannst mir doch auch recht geben, dass das Add-on das ungefähr 20 Sekunden vorher schon anzeigt. Ja, aber das ist eine Stresssituation. Die Leute das ist doch, versuche ich dir gerade zu erklären. Das ist doch keine Stresssituation, wenn es 20 Sekunden vorher angesagt wird. Das ist doch keine überraschende Aktion. Kann ich jetzt mal bitte weiterreden? Ja, natürlich. In der zweiten Phase kommt das auch wieder. Das ist, nennt sich dann der Echo. Die sind die Ringe, die da in der ersten Phase kommen, was du im Normal auch nicht hast. In der zweiten Phase hast du dann die Ringe. Und dann kommen auch die Kugeln, die dann kommen. Das ist auch wieder eine Stresssituation für die Leute, die müssen wieder schnell reagieren. Das, nein, was du wiederum normal nicht hast. So. Aber die kriegen ja auch alles vorgekaut. Wie geht das auch genau das an, Peter? Ja, genau das, was du sagst, das ist eine Stresssituation. Aber die Leute raffen es nicht. Was soll ich machen, Ron? Was kann ich denn dafür, weil die Leute das nicht können? Ja, gar nichts. Aber es sagt doch nicht, dass es eine Stresssituation ist, wenn du vorher weißt, was passiert. Ja, aber dann sag es doch mir nicht, sag es doch denen. Nur Pimmelberger, Alter. So, wer kämpft mit mir? Peter, komm, ich brauch Heilung. Nee. Komm jetzt. Wie, warum nicht? Keine Kraft mehr, ey, wirklich. Wie? Komm jetzt, mach mal keinen Scheiß. War ja, Alter. Situation für Peter. Mach mal kein Dings jetzt hier, Alter. Ich mach keine Arena heute. Heute ist Feierabend für mich. Alter, mach jetzt keinen Scheiß. Komm, ich brauch nur 10 Games, Alter. So, ne? Das ist nicht nur bei unseren Raids. Ja, so, das, aber ich versuch grad uns zu erklären, Unterschiede gibt. Und er meint so, ja, so ist alles easy. Würde ich jetzt nicht so bestreiten. Keine Ahnung. Es gibt bei manchen Stellen, da kannst du auch überfordert werden. Auch ja, klar, ist aber aber überfordert. Das auf jeden Fall, aber es ist... Vor allem, wenn du zwei Sachen hast, zum Beispiel Botanik, du kriegst die Wurzeln inklusive plus die ewige Nacht da. Oder musst du auch entsprechend reagieren können. Das ist halt Pech, aber gut. Ja, da sagst du an, bitte ein Deep Spell. Niemand. Alle slowen die Dinger, gehen drauf und du rennst einfach so jemanden hin. Komm, ich brauch 10 Games jetzt, alle. Ja, deswegen... Aber Peter, auch sagen wir, die Person stirbt, ist ja dann trotzdem noch kein Vibe, ne? Du kannst ihn ja ohne Probleme retzen, rein theoretisch. Ja, aber natürlich vernünftig. Du kannst ihn ja einfach irgendeine Idee retzen, der jetzt einfach so dumm in der ersten Phase gelingen. Ich würde persönlich nicht retzen, sorry. Wenn er nicht in der Lage ist. Guck mal, der Florian sagt schon immer, sobald ich gewiped bin, retzt er mich sofort. Weil er weiß, dass ich den Schaden mache. Er braucht mich als DPS. Normaler DPS... Ey, wer kommt mit... Ey, jetzt mal ganz kurz. Wer kommt mit PvE machen? Xenti, komm, diese... Keine Mythik. Eigentlich, aber okay. Die was? Mythics. Boah, wir sind ja alle da. Noare kommt bestimmt auch mit. Ach, du willst Mythics, Mann? Da bin ich dabei. Ey, da bist du ja dabei, Alter. Da bin ich dabei. Wer ist noch dabei? Komm, wir machen ein paar Dings. Wo dein Arsch blutet. Ich hab noch ein plus 6 Key. Ja, Baron, es geht einfach nur darum, dass... Ja, lass den machen, komm. ...im HC und im LFR. Ja, das weiß ich doch. Sagen. Das ist doch klar, ist ja keine Frage. Ja, aber Peter... Trotzdem ist es nicht, wenn du DBM hast und der Raid-Lead noch so viel ansagt... Der Raid-Lead sagt alles an. Krasser geht's nicht. Ja, ich weiß, Leute, ich weiß es doch. Ich komme doch selber damit klar. Ich brauche auch keine Ansage. Ich sehe, ich gucke... Peter, es ist sogar, dass wir manche Sachen falsch spielen und einfach unser Gier uns am Leben lässt. Guck mal, also damit ich dir zeigen kann, Ron, du kannst gerne den Centi-Stream schauen, da habe ich in den 12 Tries, jedes Mal war ich der Erste oben im Chart. Aber gut, ich messe mich anschauen. Ja, gut, Eule. Kann man jetzt so einfach so behaupten, weil es Eule ist, gut, kann jeder behaupten, wie er möchte. Aber Ron, nimm mal. Fakt ist, es geht darum. Wieso denn, was denn jetzt? Ja, PvE machen wir. Alter, wieso? Ja, hört man mich laut? Vielleicht zu laut, kann das sein? Nein, du bist sexy. Aber warum PvE jetzt? Was ist los mit dir? Ja, weil der Peter nicht heilen möchte, Alter. Ich würde auch Arena spielen, der will ja nicht heilen, Alter.
Himmelberger. Ich mache jetzt erstmal ein Pet Battle, habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Ich habe auch ein Pet Battle gemacht. Ich finde, der macht das auf jeden Fall mega gut. Also habe ich selten so ein Hallo, hallo, hey. So ein Raid-Leader gesehen. Komm ich abgehakt drüber eigentlich gerade oder normal? Nein, du hörst sexy an, keine Ahnung, was ist dumm. Guck mal, jetzt hörst du dich ein bisschen leiser an, aber gut, das ist die Einstellung von den Leuten. Ich habe gerade leiser gestellt, aber ich verstehe nicht, okay, warum das Mikrofon manchmal rot leuchtet halt. Bin ich zu leise jetzt, oder? Was steht denn da, wenn es rot leuchtet? Nix, da steht, dass es zu übersteuert ist, also dass es laut ist eigentlich, aber das wie höre ich mich schon an? Die Krone, was du hast. Ja. Oder? Ja. So, und da ist eine leuchtende rote Farbe. Alter, ist doch scheißegal. Ja, da ist eine Farbe. Wenn ich rede, die leuchtet ab und zu, blinkt die rot. Und so wie ich gelesen habe, bedeutet, dass ich zu laut rede, quasi. Okay. Deswegen frage ich, ob ich zu leise oder zu laut bin oder wie auch immer. Also, ich habe, wie gesagt, bei mir folgende Wertung. Bei mir ist Discord auf 30% eingestellt von der Lautstärke, weil ich allgemein Discord einfach zu laut finde. Ich weiß nicht, welche Einstellung das ist, warum, ja, aber wie auch immer. Für mich bist du aktuell etwas leise und meine Discord-Lautstärke ist 30%. Ja, was heißt leise? Ja, kann ich jetzt schon mal Discord auf. Leise auf jeden Fall, Centi. So, jetzt ist wieder normal wie vorhin gewesen, oder? Ist ja kein Unterschied. Bin ich jetzt lauter? Als würdest du entfernt sitzen oder so. Ja, ich sitze auch entfernt, Alter, das ist doch klar. Also, wie gesagt, das ist. Hört man mich gut oder nicht? Ja, wie? Ich hab doch gerade eben wieder gemacht, Alter. Ist perfekt. Passt so. Okay. Peter labert wieder irgendeinen Scheiß. Noari, kommst du mit, bevor wir machen? Nur ehrlich, wie gesagt. Du laberst Scheiße, Noari. Fendi, nur du fehlst noch. Alter, das wird doch wieder am Streit enden. Ach so, wir haben ja keinen Tank, alle, ne? Ich hasse aber. Kann tanken. Ja, Noari, willst du heilen? Ich kann auch probieren zu tanken. Ich kann ja, dann mach du. Massaker, ich kann noch heilen. Ich hab doch keine Probleme. Tank du mal, Peter. Ich will jetzt nicht nur Ari tanken lassen. Dann tank ich halt. Ja, mach doch was ihr wollt. Hallo, gar keinen Fall. Hallo, guck mal, ich biete TD an, ich biete Tank an, ich biete Resolut an. Ja, Tank. Entscheidet selber. Tank. Ja, hab ich doch vorhin schon entschieden. Dann braucht ihr einen verwurten Heiler und Abfall. Wartet, oder? Ja. So, wer kriegt Lead? Ich hab keine Ahnung, wo. Ja, wir hatten. Noron hat doch da 6, okay. Also yeah. Ich hab auch, aber irgendwann. Jungs, ne? Ich hab 5er, der Hof der Sterne. Ich hab 3er. Nice. Alter, was denn? Ja, warte, wie kann ich den posten? Hier. Nee, wir können ruhig meinen machen. Was hast du denn? Ich? Ja. Ich hab More of Souls. More of Souls? Feinder. Ey, der ist schon wieder depleted danach. Rast dich aus, ne? Ja, muss Peter vernünftig wieder an der richtigen Stelle tanken, ja, so wie beim letzten Mal, dann läuft das auch. Mach erstmal noch 2-3 Pets. Peter, jetzt höre, nicht wieder trollen, bitte, mehr. Please. Sorry, hab ich echt keinen Bock mehr, wirklich. Wenn ich das ja, schon höre. Ey. Vorher los, der Stress, ich weiß. Welche Stufe ist das denn? 6. Okay, also ihr dürft auf jeden Fall nicht am Anfang gleich Schaden machen und du darfst mich auch nicht heilen, Nori. Ich muss erstmal die Ads an mir vorbeigehen lassen. Das heilt dann automatisch, Mann. Ja, machst du aber bitte nicht, weil du sonst die Agro bekommst. Ja, aber ich heile, das heilt, mein Aura heilt von automatisch. Da heilt sich gar nichts, Noari, du heilst einfach bitte nicht. Und die Junge, meine Aura, Pelli-Aura, automatisch, mal bling, bling, bling. Was hast du für eine Aura? Eine Aura, die heilt. Welche Aura, die linke oder die rechte? Himmelberger-Aura. Natürlich. Ja, das ist mal scheiße, finde ich. Nein, das ist PvE-Skillung. Ich finde das scheiße. Also ich würde das andere nehmen, da wo du...